Moin moin Freunde, herzlich willkommen zu Rennen Nummer 7 in der TMFL. Leider konnten wir ja letzte Woche am Osterwochenende nicht mitfahren und deswegen sollten wir uns mal die Standings anschauen. Hier stehen wir auf Platz 10 mit 5664 Punkten und sind eindeutig in Schlagreichweite für Platz 7. Natürlich wollen wir heute wieder ordentlich Punkte sammeln. Top 10 wäre auf jeden Fall schön. Das Rennen findet in dem schönen Danas Valley statt. Und die Wettervorhersage war nicht so prickelnd, aber macht euch doch mal selbst ein Bild, was da so passiert ist. The track is starting to get slippery. Be careful. Oh, direkt mal gebonkt. Oh ja, track is starting to get slippery und es regnet direkt mal los. So, wir machen erstmal alle Jungs hier. Alter! Aus! Ah ja! Da geht's ja richtig los. Ist halt echt so. Nicht einmal bremsen und dann passt das. So, 4 Sekunden vor meiner Zeit. Nein! Und dann habe ich es wieder weggeworfen! Ah! So gut hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, ich bin Top 10 38, sogar. 38,5 ist meine Tankanzeige. Ach shit. 46 Laps sind es. Komplett Regen von Anfang bis Ende. Ja, das habe ich schon gelesen, aber 46 Laps ist heftig. So, ich probiere es nochmal. Wir sind mit 100 natürlich gestartet. Bilde ich mir das ein oder ist der Regen gerade stärker geworden? Das bildest du dir, glaube ich, ein. Okay, dann ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, dass so Tropfenwasser auf der Scheibe ist. Okay. Eine Runde kann man noch riskieren, ne? Ach Mann. Okay, das war keine gute Runde. Ja, das hat gut angefangen. So, was ist deine Zeit? 1:38. So, ich muss leider schon los. Zwielicht, vielen, vielen Dank für die Infos. Alles drum rein. Hau rein, Zwielicht. Viel Spaß mit der Familie. Echt so. Wünsche dir einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns. Viel Erfolg an uns, wünscht er uns. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir hören uns. So. Was brauche ich denn? Knapp 7 Liter. Oh, nee. Und die Dinger kannst du nicht umfahren. Knapp 7 Liter brauche ich. Für 46 Runden. Also wenn ich es heute in die Top 10 schaffe, ist es ein Wunder. Ich sag's euch, wie es ist, Chat. Heute Top 10 wäre eins der größten Wunder, die ich in Trackmania vollbracht habe bis dato. Die Jungs fahren das so viel besser im Moment. So, kriegen wir noch mal eine gute, schnelle Runde hin? Ne, glaube ich nicht. So. Wieder da, pünktlich zum Ende des Trainings. Das ist aber echt pünktlich hier. So, ich versuche hier nochmal eine schnelle Runde hinzuknallen. Nein, gebongt!
Wie fährst du die letzte Kurve? Bremst du? Bremst du nicht? Auf meiner PP habe ich jetzt nicht gebremst, aber ich bin weit weg davon, bei der Strecke alles rauszuholen, was möglich ist. Aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich werde einfach nicht bremsen. Einfach rollen lassen, so 3 Kilometer bevor die Kurve kommt. Ich glaube, das wird auch mein Ziel sein. Startziel gerade schon kein Gas mehr, um bis zur letzten Kurve durchzurollen. So, dann geht's gleich ab ins Qualifying, ne? Das wird schwierig. 1,5 habe ich gefahren. Also Top 10 heute wäre tatsächlich ein Wunder. Es ist sehr krass. Flow TM, 1 Minute 1, 1 Minute 0, 59,5 von Warzer. Dann wollen wir mal ab ins Qualifying. Und sag jetzt bloß, das Qualifying findet trocken statt. Das wäre actually so cool. Das wäre actually so cool. Oh, schade. Vielleicht ist es aber auch so ein Beat, nur in der Inlap. Regnet's. Sobald du über die Startziel gerade fährst. Jawohl! Ja, wahrscheinlich. Regnet's bei dir schon? Du bist wahrscheinlich vor mir, ne? Es ist trocken. Nee, oder? Es ist trocken. Es ist trockener als die Sahara. Unfassbar. Nein, es regnet. Bei mir regnet's. Okay, bei mir ist es trocken. Lol, bei mir regnet's komplett. Vielleicht habe ich auch einen Bug und ich scheide dann wieder aus, weil ich nicht sehe. Das kann natürlich auch sein. So. Außer das ist nur dieses Warm-up jetzt. Ja, nee, nach dem Warm-up war es so. Ach so, okay. Ja. Ja, es regnet. Schade. Und wieder dran gebonkt. So, wir müssen die Autos wieder ausmachen fürs Qualifying. Sonst fühle ich mich hier zu sehr unter Druck gesetzt. Es reicht schon, dass ich im Regenrennen dann mich unter Druck gesetzt fühle. So, und jetzt zählt's, Freunde. Drückt mir die Daumen für eine schnelle Runde ohne Fehler. Okay, da muss ich so safe fahren gleich. So. Und ich bin schon gebonkt. Geil. Boys. Nicht das Honken vergessen. Gehonkt wurde. Ist es noch lustiger. Ja, aber man hört es nicht im Regen. Ja, die hört man bei mir, glaube ich, sowieso nicht. Die ist aus irgendeinem Grund so leise geworden, die Hupe. So, versuchen wir hier einfach noch eine gute Runde hinzukriegen. Ohne einen weiteren Bonk. Ja, ich habe schon nicht gut gemacht. Ja, ich habe den Startziel-Bonk direkt mitgenommen. Ich habe das schon ganz schlecht angepackt. Ah, und die 180-Grad-Kurve war auch RIP. Und nochmal gebonkt. Ach du Scheiße, du ahnst es nicht. Das war nix. Kann man nochmal? Schade, eigentlich, ich glaube nicht. Ja, schade. Mann, du. 1,7. Naja, schauen wir mal, was das war. So, bei mir geht's jetzt los, instant. Lights out and away we go. Ich bin ganz schön weit hinten gestartet. Aber ich kämpfe mich gerade gut nach vorne und gebonkt und lass erstmal alle vorbei. Bin letzter. Und Pulle Heidi. Dann werden wir mal das Feld von hinten aufpflügen, wa? So sieht's aus.
So, da haben wir uns doch mal wieder hier auf Platz 13 vorgearbeitet. Platz 11 sogar. Uns geht's noch nicht mal los, was ist denn da mit euch? Ja, und ich habe Start-Ziel gebongt, das hat super geklappt. Und damit sind wir wieder zurückgefallen. Ja, wir haben schon die erste Runde gemacht. Im Trockenen das Warm-Up fahren sollen, jetzt habe ich mich wieder an die Trockenheit gewohnt. Ja, deswegen bin ich gar nichts gefahren im Warm-Up. So, einfach wenig Fehler machen, Scotty. Einfach wenig Fehler machen. Dann bist du doch schon weit vorne mit dabei und kannst tatsächlich in die Top 10 fahren. Ich höre meinen Motor kaum, das nervt mich am meisten. Der Regen ist so laut. So, Start in 0 Sekunden. Wir müssen nur noch warten. Mann, zum zweiten Mal gebongt an Start und Ziel in der letzten Kurve, ey. Das ist so lächerlich. Wie soll man das denn fahren? Es fängt schon wieder an, wie es aufgehört hat, ne? Willkommen in der TMFL. Echt so? Ich fahre einfach langsam. Ah, hier schon 7 Plätze gut gemacht. So schaut es nämlich aus. Ah, das war der erste Bonk. Das fängt ja an wie bei mir, wa? Ich. Die 180-Grad-Kurve, ich fahre immer gegen die Wand. Weiß nicht, was ich jetzt anders fahre. Alter, da musst du so vorsichtig einlenken, das ist brutal. Alter, ich werde einfach nur noch Smooth Steering machen. Weil das habe ich gerade gesehen, dass das funktioniert. Da hat mich nämlich gerade von Platz 14 auf Platz 11 vorgefahren. Bin schon von Platz 21 auf 14 gekommen. Ja, let's go. Aber das heißt gar nichts. Ja, leider, ne? Die kritische Phase, die kommt erst. So, jetzt kommt wieder mein Keypoint. Oh, wie wär's mit leicht bremsen und dann liften? Also bremsen, Bremse liften und zusätzlich liften. Das Gas. Ich glaube, bremsen, liften, einlenken, ja. Ja, das, wie gesagt, das wäre so die Taktik, die ich mir gedacht hätte in der letzten Kurve. Die Jungs hier fahren aber echt gut, muss ich sagen. Bei mir haben sie jetzt alle den Gaspedal gefunden. Echt so. So, wir sind wieder knapp an der Top 10 dran. Ja. Let's go. Ja, 58,7. Was ist denn da los? Da hat einer aber richtig Gas gegeben bei dir. So. Ich habe eine 1,2 gefahren. Eine Minute 2. Bin aber natürlich direkt wieder erste Kurve gebonkt und das kostet dich dermaßen viel Zeit. Ja, das ist das, was ich im Qualifying gemacht habe.
Aber ich habe die Pace, um locker in die Top 10 reinzufahren. Vor mir fahren auch drei Autos. So. Neunter. Oh, das war schön. Gerade noch so gefangen, aber eine Position gewonnen, eine verloren. Eins, zwei, zwei. Eins. Nicht schlecht. So muss das. So, neunten Platz wieder zurückgeholt. Und wieder verloren, weil wir gebonkt sind. Da wollte ich zu viel. So ein bisschen komme ich in so einen Flow rein, muss ich sagen. Ja, jetzt schon? Ja, ich meine, es ist so ein anderer Flow wie auf normalen Maps ohne Regen, logischerweise. Aber es hat so irgendeine Art Flow, finde ich. Das sagt er und bonkt er. Aber an der Stelle ist das gar nicht schlimm, glaube ich. Ach Mann! Also es ist für mich ganz, ganz schwierig gerade. Start und Ziel ist absolut ätzend. Die zweite Kurve, zweite Rechtskurve kriege ich gar nicht hin, da verliere ich alles. Ja, die zweite, ja, das stimmt. So, umso näher an Start und Ziel, desto komischer wird es. Ja. Ich verliere gerade alles an Zeit. Ich habe gerade drei Plätze verloren. Innerhalb von einer Viertelrunde. Ich habe fünf verloren. Alles gut. So, jetzt kommen wir wieder rein. CM Meth kommt auch nicht klar, habe ich so das Gefühl. Oh, da haben zwei gebonkt gleich. Zack, zack, die schnabulieren wir uns mal eben. Ich gucke einfach mal, glaube ich, wie weit ich mit meinen Reifen komme. Ja, und Doppelbonk und schon haben sie mich wieder schnabuliert, die Jungs. Ich höre mein Auto nicht. Das nervt mich so brutal, ey. Ich brauche dieses Motorengeräusch, um zu wissen, ob ich auf Gas bin oder nicht. Weißt du, was ich meine? Okay. Ja, also, ich sag mal so, ich höre es gut genug. Ich höre es schlecht, aber gut genug. Der Sound in meinem Stream ist wahrscheinlich die absolute Katastrophe. Nein! Gebonkt! Ich raff diese erste Kurve nicht! Okay, 1-1-3. Ja, meine Pace. Also ich glaube, hier würdest du mich locker wegfahren. Und wieder gebongt. Es ist ein Trauerspiel. Da muss ich mir echt überlegen, ob ich das auf YouTube packe hier, ey. Weil das ist ja der größte Verlust. Ich habe mein VOD von letzter Runde auch noch nicht gelöscht. Also da kannst du das locker auf YouTube stellen, da.
Oh, wenn du nur die Bremse antippst, dich macht's so weg. Ich habe jetzt aus Gewohnheit, weil ich zu schnell war, die Bremse angetippt. Das ist diese Kurve, diese letzte Kurve, ey. Ja, wie gesagt, Top 10 wäre ein Wunder. Ich hatte nie so große Chancen auf Top 10 wie heute, glaube ich, tatsächlich. Kommst du echt gut damit klar, oder? Ja, eigentlich schon. Ich meine, jetzt habe ich wieder einmal gebonkt, aber ich bin 8er im Moment. Krass. Let's go. Also heute mal Katie Cat vorne mit dabei. So, ich bin 13. im Moment. Und habe schon 46 Sekunden Rückstand auf den ersten. 47, 48, 49, 50. Lächerlich. Das war ein Safe. Ich sollte streamen. Oh wait. Ah, zu früh rausbeschleunigt. Ah, selbe Stelle wie letzte Runde. Oh no. So, ich hab jetzt. Es fängt schon wieder an. Jetzt fängt es wieder an. Wo ich zu viel bin. Ich habe jetzt 12 Runden. Eigentlich wollte ich ja jetzt in die Box. Aber. Ich warte mal noch einen Moment. Die werden da davon, muss ich sagen. Ich glaube, eine Runde fahre ich auf jeden Fall noch. So, wenn ich es sauber und anständig fahre, so wie ich gesagt habe, mit Liften alles drum und dran, dann bin ich schneller als die Jungs vor mir. Und das muss ich jetzt einfach knallhart Runde für Runde durchziehen. So, mein Fuel ist low. Oh no. Oh, beinahe gebonkt. Ich glaube, ich werde mal probieren, einfach mal noch eine Runde zu fahren. Auch wenn ich jetzt eigentlich diesen Bus bekomme. Viel früher. Rennen ist viel früher losgegangen, ja. Als unseres. Also ich habe jetzt noch 14 Liter und 29% Reifen. Und ich fahre jetzt mal in die Box. So. Ah, der erste Stint ist beendet. 15 Runden haben wir geschafft da damit. Als 12. Eine gute Zeit ist es nicht. Die anderen kommen besser damit klar. Schauen wir mal,
wie es da weitergeht. So, jetzt ein bisschen mehr in einem Flow fahren. Einfach mal reinkommen in den Flow. Oh, jetzt habe ich die letzte Kurve. Weil ich auf die Runden geschaut habe. Oh, ich bin schlecht. Was soll ich denn dann sagen? Wenn du einmal den Fehler gemacht hast, den habe ich, glaube ich, schon 5-mal gemacht, dieses Rennen. So, im Moment bin ich 14. Oh, ich glaube, ich habe die letzte Ding rausgefunden. Vor mir sind zwei, aber ich glaube, das sind die, die mich überrundet haben. Das sehen wir gleich. Ah, ne. Schau an. Jetzt bin ich wieder an den Top 10 dran. Ach, schade, und macht direkt einen Fehler und da sind wir wieder weg. Oh, es waren wieder Mikrolecks. Ich habe wieder ein Leck gehabt. Oh Gott, da kommen auch Erinnerungen hoch wieder. So einen ganz einen kleinen Leck hatte ich heute aber auch schon, muss ich sagen. Mache ich denn jetzt? So, 1:01:06 ist meine persönlich schnellste Rennrunde, die ich gerade eben gefahren habe und direkt in die Bande gefahren wieder. Geil. Also Kampf für die Top 10 heute. Bleibt praktisch nur die Frage, kann ich konstant genug ohne Bonken zu fahren? Ohne Bonken fahren. Aber die anderen machen auch Fehler, wie wir gerade sehen. Wir haben gerade den 10. Platz erreicht, nämlich. Ohne dass wir großartig besser gefahren sind. So. Was mache ich denn? Okay, also Top 10 wird sich nicht ausgehen bei mir. Ah, doch nicht? Okay. Schade. Hätte ich dir auf jeden Fall mega gegönnt. Ja, es muss aber nicht Top 10 werden, um ein neuer Rekord zu werden. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das kann man so oder so sehen. Und 9., wir sind drin. Freunde. Ich glaube, so schnell bin ich noch nie durch diese Schikane gefahren. Ich habe sehr großen Reifenabrieb zurzeit. 1:01:00. Und wir arbeiten uns langsam aber stetig nach vorne und bin gebunkt, ganz leicht. Ach Mann. Vielleicht habe ich auch einen Penalty bekommen in der Box. Echt? No way. Ja, ich bin aber so schnell unterwegs. Das Penalty ist auf der Strecke bitter. Ich glaube noch viel härter als auf anderen Strecken.
So, also jetzt kämpfe ich mich mal wieder in die Top 20 vor. Ja, dann let's go. Ich bin im Moment 9. 6. Platz ist 3,6 Sekunden vor mir. Ich glaube, Warzer hat einen Mega-Fehler gemacht. Ist nur noch 27 Sekunden vor mir. Nein, und Riesenfehler an die Schikane. Ich war gerade Achter. Und ich glaube, ich muss auf die Reifen langsam achten. So, Mim! Moin! Ah, diese letzte Kurve, ey. Ich raff es nicht. Die macht mich dermaßen fertig. Oh, Mikroruckler wieder. Rennen oder was? Ja, klar. TMFL. Im Regen und es ist pure Verzweiflung hier, weil ich diese eine Kurve nicht kriege. Ansonsten, glaube ich, wäre deutlich mehr drin. Diese Kurve hier kriege ich nicht. Nein. Bin zweite Kurve gebongt, dermaßen hart. Shit. Sieben Sekunden habe ich gerade verloren. Also mit dem Regenrennen hier in Trackmania Formula League ist mega hart zu fahren. Du slidest die ganze Zeit und bonkst und was weiß ich. Es ist ultimativ hart. Bremsen ist tödlich. Bremsen ist wie Eis. Aber was willst du machen, ne? Ja, jetzt bin ich da hängen geblieben, oder was? Ganz leicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und vor allem, es soll über die ganze Distanz regnen, ne? Das ist, und gebongt. Ach Mann, ey. Zweimal gebongt. Unnötig nochmal gebongt. Jetzt nervt's mich aber. Jetzt falle ich wieder zurück auf Platz 12, ey. Wieder gebongt. Sag mal! Konzentrier dich doch! Ich verliere jetzt auch pro Runde so 8 Sekunden. Oder mehr. Die Jungs da vorne fahren mega gut alle, ey. Und ich, latsche so rein, ey. Es ist nicht wahr, ey. Wenn du zu ein bisschen zu weit stierst, ne? Dann slidest du in diese Scheißbande.
Also Regen nervt mich brutalst, ohne Witz. Es ist zum Kotzen, ey, echt. Das Problem, was ich halt so ein bisschen habe, ist, dass es einfach irgendwie langweilig wird. Ich finde, man muss sich ultimativ... Alter. Unfassbar. Nix ruhig bleiben, Kerle. Da könnte ich komplett am Rad drehen. Wenn du nicht eine saubere Runde fahren kannst. Weil du nicht mal annähernd einlenken kannst. Überleg mal, du willst das mit Tastatur fahren. Das ist einfach unmöglich. Einfach unmöglich mit Tastatur zu fahren. So, wenn jede Runde so wäre wie diese. Ja, ich bin jetzt 3 oder 4 Plätze vom letzten Platz weg. Echt? Du ja, warst mal in den Top 10, ey. Ja, nein, es funktioniert einfach nicht. Es wird einfach... Es ist so fahren, wenn man nicht pusht, irgendwie. Ich weiß nicht. Außerdem hat es gefühlt 100 Grad in meinem Zimmer, das ist auch nicht angenehm. Das soll jetzt Heizung voll auf. Ach nein, Mann. Heizung auf aus. Heizung auf aus, trotzdem 100 Grad. Heizung auf aus, aber Grafikkarte auf voll. Volle Last. Wenn ich wenigstens meinen Motor hören würde. Also die TMFL ist schon geil, aber hat noch reichlich Potenzial nach oben. So, 9. 24 Sekunden auf den 6. 24? Auf den 6. Okay. Dann denke ich mir auf den 1. Da fehlen mir 2 Runden. Ja, da habe ich auch schon plus 1 Laps. Ich gebe immer früher, gehe ich vom Gas, ey. Das ist, weil ich einfach Angst habe. Ich habe Angst zu bonken und gehe deshalb früher vom Gas. So, Fuel ist wieder low. Das war knapp. So, eine Runde können wir aber auf jeden Fall noch fahren. So. Ich lese eure Nachricht im Chat, wenn ich in der Box bin. Und angebonkt, schade. Jetzt habe ich gerade 8 Sekunden gut gemacht, weil ich eine saubere Runde gefahren bin. Das heißt, es ist dermaßen possible. Aber nicht so.
So, und dann fahren wir ab in die Box. So. Ruhig bleiben, Kelle, dann ist er doch 10. und nicht 12., oder? Wer Racing Games mit Tastatur fährt, hat sowas von die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, lieber früh vom Gas eine Sekunde verlieren, ansonsten anzustoßen und 5 verlieren. Ja, absolut. So, dann machen wir uns wieder auf. So. Ja, das würde ich so auch nicht sagen. Trackmania war ursprünglich dafür designed, um mit Tastatur gespielt zu werden. Deswegen ist die Driftphysik so, wie sie ist, um sie mit Tastatur spielen zu können. Ja, das stimmt. So, jetzt bin ich 11. Weil sonst würde ich eigentlich sagen, jeder, der Racing Games mit Tastatur oder Controller spielt, hat die Kontrolle verloren. Weil ich würde sagen, jedes andere Racing Game spielt man mit Wii. Ah, nee, nicht jedes andere. Also du kannst schon viel mit dem Mario Kart, ja, aber das ist kein Racing Game, das ist ein Fun Game. Ja, nicht nur Mario Kart, also ich habe auch R-Factor gespielt mit Controller. Mit Controller? Okay, ich weiß nicht. Das geht schon. Ich habe angefangen mit Wii zu spielen als Kind auf der PlayStation 2, habe ich schon mit Wii gespielt. Das ist ein Wort. Gran Turismo 4 damals. Das waren Zeiten. Noch ohne Force-Feedback damals. Ohne Force-Feedback. Geil. Ja, gab's nicht. Gab's ja, nicht. Stimmt. Gab's halt früher nicht. Also ich sag mal so, Controller ist ja eigentlich aber das Mindeste eigentlich für alle anderen Rennspiele. So. Das deswegen stimmt, kann das ich stimmt. Die Aussage an sich schon verstehen. So. So, ich werde einfach in der letzten Kurve nur noch vom Gas gehen. Eine Minute 3. 1:00:03 war meine beste Zeit jetzt nun. 1:03. Genau eine Minute und 3/10 war meine beste Zeit jetzt bisher. Das ist aber stark. Findest du? Ich bin noch nicht unter 1:1 gekommen. Echt? Okay. Ich fahre gerade relativ schnell. Nochmal 8/10 schneller aber als meine Bestzeit. Meine durchschnittliche Rundenzeit ist, glaube ich, bei 1:8. Ich war gerade 8/10 schneller und bin jetzt angebonkt. Und jetzt habe ich 1,5 Sekunden verloren. Also Mim schreibt, Controller ist natürlich deutlich cleaner als Tastatur, aber Lenkrad ist natürlich OP. Ja, das stimmt. So. 2,1 Sekunden auf den 8. Der fährt hier direkt vor mir, der ist gerade aus der Box rausgefahren. Darf natürlich nicht vergessen, in Trackmania gibt es immer noch Sachen, die mit Tastatur schneller zu fahren sind. Egal. Ach Mann! Warum habe ich denn da so früh Gas gegeben? Weil ich es nicht gehört habe, mein Motor. Ja. Nochmal. In Trackmania gibt es immer noch Sachen, die mit Tastatur schneller sind, als mit Controller zu fahren. Okay, das wusste ich auch nicht. Wieso das denn? Weil du direkt, also nicht direkt, aber du kannst schneller auf vollen Einschlag gehen. Ah, okay. Das ist zum Beispiel am flachen Eis von Vorteil. Also da bist du ordentlich schneller. Deswegen zum Beispiel Slalom-Map in TMGL. Ja, klar. Schmeißen die meisten TMGL-Player den Controller in die Schoß und fahren die Passage mit Tastatur.
Ich muss aufhören zu reden. Sei mir nicht böse. Ich bonk hier 5, 7, 20 Tod mal. Ich könnte durchdrehen, Alter. Das Ding ist, ich bonk auch, aber ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt. Nee, das kann ich mich nicht dran gewöhnen. Ich will diese fucking Top 10 erreichen. Ich bin in einer Top 10 Division. Also eigentlich bin ich ja schon Top 10, oder? Leute waren an der Box, wie es aussieht. Ich bin 20. Diese Mikroruckler, Alter. Ohne Witz. Heute, gell? Ohne Witz, TMFL. Wenn das so weitergeht, fahre ich nächste Season nicht. Ich finde es ja gut, dass sie so Sachen reinbringen wollen und so. Aber diese Mikroruckler, die haben mich letztes Mal schon den 4. Platz gekostet. Und die werden mich jetzt auch wieder irgendwas kosten. Ich krieg diese Kurve nicht hin. Ich krieg sie nicht hin. Und hab 2 Plätze jetzt verloren. Ach Mann, ist das ätzend. So, da sind wir in der Box. Kurz stecken. Oh. Ah Mann, ich will doch einfach nur meinen Motor hören. Hörst du deinen Motor? Echt? Ich höre gar nichts. Null. Aber gar nichts ist übertrieben. Also, nee, nicht übertrieben. Ich höre nicht den Motor. Null. Ja, also, gar nichts. Aber ich habe auch im Chat gelesen, dass einer sich gewundert hat, warum er gar keinen Regensound hat. Also, es scheint so ein bisschen eine Lotterie zu sein. Ja, lieber kein Regensound, ey. Dann höre ich wenigstens meinen Motor, ey. Wegen mir hätten sie keinen Regensound gebraucht. Sag ich dir, wie es ist. Irgendwie mit meiner Boxenstrategie jetzt 2 Leute überholt. Mit der Kurvenstrategie werde ich allerdings wieder überholt werden. Wie ich einfach 56 Sekunden hinter meinem Vordermann bin. Überholen werde ich niemanden mehr dieses Rennen. Also ich habe jetzt tatsächlich gerade 2 überholt. Und jetzt wurde ich wieder überholt, weil ich die Schikane dermaßen dumm gefahren bin. Ja, der Regensound ist echt surreal. Der hört sich echt real an, aber... Hä, wie ist der die Kurve gefahren? Letzte Runde jetzt vielleicht nochmal. Schaut doch gut aus. Bisschen viel gesaved in der letzten Kurve. Du kommst auch nicht mehr aus den Slides raus, ne? Nee. Das geht also gar nicht. Wenn du einmal in den Slide kommst, du kommst nicht mehr raus. Du kannst es nicht abfangen. Das ist wie... Wie Aquaplaning. Die Zeit, die dürfte jetzt erst noch nicht geupdatet gewesen sein. Das sind doch nur 12 Sekunden.
Manchmal habe ich zwischendrin so Runden, die sind pervers. So. Da habe ich jetzt zum Beispiel 2 Sekunden gut gemacht auf den... Oh, wieder Mikroruckler. Auf den vor mir. Du willst den Slide retten, lenkst dann noch mehr ein und rutscht dann einfach noch weiter weg. Oder? Oder fühlt sich das nur bei mir so an? Hört sich nach so einem typischen Fall von Verschlimmbessern an. Ja, echt so. Ich runde gerade den dritten wieder zurück. Okay, war der Versuch dafür. Nein. Ich glaube, ich verliere nochmal was, weil ich die falsche Boxenstrategie gewählt habe. Ich hätte das richtig rechnen sollen. Bist du auf 4 Stopp? 3 Stopp. Das müsste doch hinpassen, oder? Ja, das hätte mit 2 Stopps klappen können. Ah, Blödsinn. Ja, meine ich. Ja, ich habe auch 2 Stück gemacht. Restdienst, so meine ich. Mann! Ja, das ganze Rennen ist scheiße gewesen. Also... Von Strategie bis hin zu Dingens. Wann hätte ich denn dann in die Box gehen müssen immer? Ich bin so, erster Stint war 16 Runden, dann 15. Aber es hätte auch mit 14-14 geklappt, weil ich eh 3 Runden hinten bin. Ich habe 14-14. Ja, aber geht sich das dann nicht eher aus? Nee, ich habe nur eine Lab Rückstand. Ja, dann 15-15-15 wäre es dann wahrscheinlich gewesen, ne? Ach man, wieder gegen die Schikane. Ach, leck mich. Da bin ich noch nie hängen geblieben, ey. Das ist unfassbar.
Ach Mann, ach komm, dieses Rennen. Da wäre ich doch lieber die Fullspeed-Strecke von letztem Ding gefahren, ey. Ja, ich weiß nicht. Und der Riesenleck wieder in der Kurve, Alter. Und ich krieg noch eine Penalty! Ach, ich mach direkt aus nach dem Stream. Ich mach direkt aus. Direkt, instant. I don't care anymore. Geht mir auf den Sack. 7, 14, 21, 28 Liter. Ich mach sofort aus. Kein Bock mehr. Ja, natürlich. Komm, jetzt leg dich auch noch aufs Dach und dann haben wir es voll geschafft. Dann sind die 1,5 Stunden auch noch umsonst gewesen. Hä? Winner jetzt schon? Was? Ja, anscheinend vorbei. Okay. Ja, doch 2 Runden. Ja. Ja, war dumm halt. Nee, also für mich absolutes Scheißrennen heute. Sage ich auch so, wie es ist. Ich mache auch gar keinen Hate raus. Da brauche ich keine gute Laune auf YouTube jetzt, alles drum und dran. Es war absolut kacke. Es hat null Spaß gemacht. Und ich hoffe einfach, dass das nächste Rennen besser ist. Aber das ist schon sehr, sehr ekelhaft gewesen. Muss ich schon sagen. Ja, also Regen macht in der TMFL null Spaß. 10. sind wir geworden. Das ist Regen. Ja, es waren halt einfach nur 19 dabei. Das war mein Glück heute. Ja, egal, ja. Wie viele dabei sind, die Punkte sind die Punkte. Ja, aber es hat halt... mir ist ja am wichtigsten, dass es Spaß macht, aber muss man so ganz drastisch sagen. Hat mir keinen Spaß gemacht. Ja... Video kommt trotzdem auf YouTube, weil es halt dazu gehört. Nächstes Rennen wird hoffentlich besser.
ja, ich wünsche euch allen was und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Abo-Button braucht ihr nicht drücken, weil das ist absolut lächerlich, was ich hier gefahren habe, ne? Also, haut rein, ne? Wiedersehen, tschüss. Aber ich kämpfe mich gerade gut nach vorne und gebongt und lass erstmal alle vorbei. Bin letzter.